Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Factorio. Wenn ich mich nicht ganz irre, zum Wochenstart. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende. Mein Wochenende kommt noch. Und ich bin gerade mal so ein bisschen in Gedanken die nächsten Planungsschritte durchgegangen. Also wir haben jetzt hier die 6 Ölfennel da. Bis wir hier hinten ankommen mit dem Öl, da ist ja Sankt-Nimmerleins-Tag noch nicht vorbei. Jetzt habe ich aber gesehen, dass wir hier ja auch Fläche haben. Und hier sind wir ja eh schon mit der Mauer. Könnten wir doch eigentlich hier auch rumziehen. Und wenn wir dann hier das wegmachen, dann können wir halt auch das anschließen. Da kommen wir doch viel schneller dran, als wenn wir jetzt da hinten extra einen Zug hinlegen. Wäre doch wesentlich einfacher. Also habe ich mir gedacht, schnappen wir uns nochmal ein paar Hirnzellen. Strengen wir die Synapsen nochmal ein bisschen an. Und dann überlegen wir uns mal, wie wir das am schlauesten machen. Hier dieses Fließband, das muss ja irgendwie hier unten wieder angeschlossen werden. Spätestens hier unten wohlbemerkt. Heißt, wenn wir das hier so durchlegen, müsste ich hier eigentlich nochmal eine Line mit Landfill durchziehen. Die ich aber erst machen kann, wenn ich hier so ein bisschen Platz gemacht habe. So, jetzt haben wir uns erstmal wieder vollgeramscht. Hätte mal ein bisschen Fließband mitnehmen sollen, aber ich glaube, wir müssen eh zurück. Zwischenzeitlich, von daher ist das gar nicht so wild. So, es wäre sehr cool, wenn wir genau hier ankommen könnten. Bitte. Bitte, bitte. Hier ankommen. Also so. Und immer geradeaus laufen am besten. Schauen, ob das funzt bis nach hinten hin. Sieht gut aus. Und da haben wir auch schon direkt das erste Nest. Wollen wir das gleich mal wegmachen? Nein, erstmal wollen wir hier dicht machen. Baum weg, bitte. Baum weg, bitte, habe ich gesagt. So, jetzt lieber mal ein bisschen rauszoomen, wenn wir hier schon craften tun, irgendwo im Nirgendwo. So, wir haben Türmchen. Wir haben noch mehr Türmchen. Wir haben ein wenig Munition. Da könnten wir doch eigentlich mal versuchen, uns von hier unten mal so ein bisschen anzunähern. Und zwar hier nochmal so die Hälfte rein. Die laufen da oben schon Patrouille, das sehe ich schon. Hier, zack, zack. Mach mal voll das Ding. So. Jetzt werden wir hier natürlich gleich von zwei Seiten belagert. Oh, das sind schon die großen Türme, wenn ich das richtig sehe. Und schnell, 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 schnell. Kannst du den wegmachen, bitte? Danke. So, dann nebenbei nochmal schnell reparieren. Stopfen wir den da auch gleich nochmal mit rein. Haben die die Reichweite geändert? Ich war immer der Meinung, die Türmchen von den Aliens können weiter spucken als meine Türmchen.
Zack, zack. Ich echt viel schwören können. Naja. Wie dem auch sei. Tack, tack. Reparieren. Von hier hinten abziehen. Von oben holen. Nachrücken. Tack und tack. Hälfte, Hälfte. Abziehen, vorrücken. Aua. Aua. Blödbacke. Aua. Hier sind gar keine Türmchen, ne? Ziehen wir den von hier hinten ab. Die Backup-Türmchen setzen wir mal ein bisschen weiter vor hier. Na, 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 na. Hier. Ach komm, den können wir auch gleich hier. So. Da. Unterstützend. War jetzt zwar die Kampfschrotflinte, aber auch gut. Alles reparieren, so wieder einpacken. Bisschen Actionfolge gehabt. Bin nur leicht angespannt, muss ich gestehen. Und ja, jetzt holzen wir hier mal ein bisschen was ab. Einfach nur mal, um hier ein bisschen Übersicht zu bekommen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut für euch und ihr könnt mich noch verstehen. Gut, wir holzen hier nichts mehr ab, um ein bisschen Übersicht zu bekommen. Hier oben war alles voll mit Wald, ne? Mhm. Komm, hier produziere. Rennen wir auch gleich nochmal zurück und holen ein bisschen Fließband. Dann machen wir das gleich in einem Rutsch durch. Dann können wir nämlich direkt einfach mal Öl anschließen. Allerdings würde ich es dann für sinnvoll erachten. Gut, das war schon. Würde ich es denn für sinnvoll erachten, hier zwei Pumpen hinzustellen? Zack, und nochmal alles craften bitte. Und zwar da und da. Und da und da. Können wir hier auch so einen kleinen Masten hinsetzen, das langet. Arbeiten die eigentlich gegeneinander oder muss ich sicherheitshalber legen wir hier nochmal unten eine rein? So, das wieder weg und hinten anschließen. Hier. Und so. Komplett Verknotung, was auch immer, aber es funktioniert. 50 Alien-Artefakte haben wir auch wieder mitgenommen. Alles super. Plastik läuft hier erstmal wieder, auch eine schöne Sache. Können wir hier das wieder reinschmeißen? Haben wir hier noch irgendwas Brauchbares? Roboterhanger. Warum habe ich denn da einen Roboterhanger drin? Das ist natürlich eine gute Frage. So, ich erinnere mich gesagt zu haben, dass wir vor 500 Folgen mal zum Strom gucken wollten. Aber jetzt wollen wir erstmal Fließbänder gucken. Ja, zack. Reichen uns 50. Nein! Wir haben schon wieder so viel Krams hierbei. Hat man nicht mal eine Kupferkiste hier? Ah, vom Fließband runterkommen.
So, dann können wir nämlich noch mehr von dieser Munition machen. Könnten natürlich auch Giftkapseln machen. Nur aufpassen, dass ich da nicht selber reinrenne. So, wir machen jetzt mal hier eine Lagerkiste hin. Da schmeißen wir alles rein, was wir so irgendwie hobbytechnisch haben. Das brauchen wir noch nicht. Das können wir da auch erstmal zwischenparken. Abrissplaner brauche ich nicht. Die nicht. Das könnten wir hinten mal setzen. Das brauche ich gerade nicht. Das und das auch nicht. Das brauche ich nicht. So. Zzt. Kann ich die 10 auf Tasche craften? Oh. Die klaue ich mir mal wieder. Haben wir erstmal 10 Giftkapseln. Können wir da hinten ein bisschen Ordnung schaffen und dann ist Gott. So, auf dem Weg gucken wir mal eben, was hier unten der Strom sagt. Ich glaube, das ruckelte gerade wieder ein bisschen bei euch. Hoffe, das war nicht allzu schlimm. Ja, der versprochene neue Rechner kommt. Der ist eigentlich auch schon da. Ich warte nur noch darauf, dass irgendein schlauer Mensch mir hilft, den zusammenzubauen, weil ich weiß, ich mache das kaputt. Ich traue mir ja schon vieles zu, aber so CPU und Kühler, Wärmeleitpaste und so, das ist so ein, weiß nicht. Habe ich ein bisschen Sorge. Also hier sehen wir auf jeden Fall, Kohle passt, obwohl es hier von unten ein bisschen mau kommt, aber egal. Haben wir noch genug? Also latschen wir jetzt mal hoch. Auf diesem Wege. Auf gar keinen Fall. Oh, verdammt. Ja, auf diesen Wege wollte ich eigentlich auch gleich ein paar Röhrchen verlegen. Aber es sei mir vergönnt, weil es endet schon da. Whatever. So, ich sehe, wir haben da sogar noch ein bisschen Kupfer und Stein, was auch eine nette Angelegenheit ist. Jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, wie wir das hier austarieren. Wir haben. Upsala. Wir haben nur 10 Stück. Wir stehen schon mittendrin. Heißt, wir werfen hier eine hin, da eine hin, da eine hin, hier eine hin. Dort und dort. Aua, 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 aua. Das war lustig. Das war lustig. Hier, Fisch, komm mal her. Darf ich mal bitte? So. Wie mache ich denn das hier? Einfach Linksklick? Jo, scheint so. So. Hallo Öl. Es ist natürlich sehr sinnvoll, was ich hier gebaut habe. Wenn hier ringsrum alles, naja. Geht nicht zu hart mit mir ins Gericht. Ich wusste es nicht. Hier noch eins hin. Da noch eins hin und hier können wir dann auch noch einen reinschmeißen. Und dann zimmern wir hier ums Öl mal ein bisschen Verteidigung. So, hier. Na, verzieht euch, Wölkchen. Ah, da kommt auch schon wieder ein bisschen Mutschika. Ja, von mir aus kommen. Machen wir es halt so rum. Der weg. Der weg. Und hier runter. Renta, 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 runter. Der war wieder zu viel. Ach so. Fast gut. Fast gut, Knichtnet, fast gut. So, wir haben 04, 07, 06,
Das ist auch ein Schandfleck. 04. 04. 05. Die sind alle scheiße. 07. 06. Also wenn ich hier teilweise bedenke, dass hier Leute irgendwie mit 1, irgendwas rumrennen, dann sind die echt mehr als nur mager, was ich hier mal wieder für Ausbeuten habe. Aber nun gut. Aber nun gut, was werden wir machen? Können wir hier noch irgendwas Gutes tun? Bin ja am Überlegen, ob wir denn hier eine Munitionsleitung langlegen, um das alles nicht wegroden zu müssen. Bin ich ja wirklich am Überlegen. So. Und hier wieder zurück. Aber nichtsdestotrotz, wir brauchen Strom. Und zwar dort, dort, dort und dort. Du verbindest das alles. Und hier reicht es natürlich wieder nicht. Schon wieder werden wir da unten angegriffen. Kümmert mich jetzt aber ehrlich gesagt relativ wenig. So. Weil das ist alles safe. Wir haben da unten, glaube ich, mittlerweile sogar Dreifachmauer mal lang gezogen. Von daher. Alles gut. So, dich packen wir nach hier. Dann kann die ganze Mauer wieder weg. Die ganze Mauer da. Wir holen uns noch mehr Landfill, damit wir die Verbindung nach oben kriegen. Und jede Menge Röhrchen. Puh. Nicht gut. Oh, ich bekomme gleich rote Schaltkreise. Habt ihr die jetzt aus der Lagerkiste geholt, ihr sechs Robis, ihr? Ihr seid ja zu gütig. Tolle Dinge. Ach ja, und ich habe wieder jahrhundertelang nichts geforscht. Ich muss aber auch sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich forschen möchte. Einen guten Kampfanzug wäre schon mal eine Ansage, ne? Ja, dann gehen wir doch erstmal mit dem Kampfanzug weiter. Ich sehe gerade, OBS hat jetzt eine Live-Anzeige. Ich habe eben gerade gedacht, so 0-0. Sag mir nicht, du hast nicht aufgenommen. Nein. Wir nehmen seit 18,5 Minuten auf. Das ist eine gute Sache. So, schmeißen wir die jetzt einfach da rein. Wieder wurscht. Ich brauche sie nicht. Dann, ach guck an, hier sind auch noch rote. Und zwar 81. Wo kann ich jetzt mit den Ölpumpen hin? Schmeißen wir doch erstmal hier rein. Mit denen kann ich also sonst nichts weiter anfangen. Das Radar wollte ich da hinten reinstellen. Das ist korrekt. Aber wir rennen ja auch nochmal wegen Dings da rein. Ihr wisset. Wegen den Fließbanden und den Röhrchen. Diesen hier. Den besagten. So, ich kann es aber ganz schlecht einschätzen, wie viele ich brauche. Deswegen immer lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Die 50 Fließband reichen auch niemals. Na? Nehmen wir die hier nochmal mit. Auch schon eine krasse Überproduktion. Bupp. Brauchen wir da hinten noch irgendwas? Wir haben da jetzt Strom hingelegt.
Und sie das noch verbinden? Wollen wir da auch gleich einen Pufferspeicher hinbauen? Oder machen wir den lieber hier hin? Nein, lieber da. Aber nicht zu groß, oder? Schwierig. Elektromotoren, waren die da vorne mit drinne? Habe ich die Kiste da? Ja, 4 Stück sollten ausreichen. Dann haben wir Fließbänder. Wir haben ein paar Knickärmchen. Wir haben noch 23 Türmchen. Was könnte man noch so gebrauchen? Landfill, wie sieht's aus? Kann im Laufen nicht gucken. 74, damit kommen wir nicht weit. Ah, egal. Schon mal ein Anfang. Haben wir dann noch so Landfill? Nee, 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 nee. Da solltest du hin. Und zwar. Ziehen wir das hier erstmal stumpf rüber. Ich hoffe, das kommt unserem Bahnhof später nicht in die Quere. Was fehlt denn gleich zum nächsten? Die ganzen Module. Vorher würde ich aber gerne die Geschütztürme noch mal ein bisschen stärker haben. So, und dann hatten wir hier noch mal 3 Puffer und die würde ich gerne hier hinsetzen, dass der da oben rein kann. Warte, muss ich entweder erstmal hier reinschmeißen. Kann der da rein? Nee. Wenn wir den einfach ein weiter rüber setzen. 2 weiter rüber setzen. Dann können wir den einfach hier oben anschließen. Ich zeige euch gleich, was ich mit hier oben meine. So, das weg. Ach, natürlich liegt da ein Baum. Genau da ein Baum. So, hier. Können wir den nämlich hier anschließen. Den können wir da anschließen. Den dort. Dieses dort. So. So. Das. 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 Laufen jetzt alle? Nein, der hier hinten noch nicht. Den kann ich hier mit dran bimseln. So, dahin. Oh, diese 4 Pumpen, die hätte ich ja schon mal bauen können. Hält. War klar, dass hier natürlich kein Strom mehr ist. Und auch rauspumpen sollst du es noch. Hier wäre auch ganz cool, wenn ich es denn nach oben pumpen würde. Also die Pumpe saugt das raus. Die Pumpe saugt den Rest raus. Wie muss das von dem alles? Es macht hier keinen Sinn, noch eine zwischenzusetzen, glaube ich. Entschuldigung. Irgendwie wollte meine Mute-Taste da gerade nicht funktionieren.
Ja, aber egal, es läuft ja jetzt. Wir kriegen hier Öl und das Öl wird hier auch fleißig durchgepumpt. Hier wird es reingepumpt, da raus. Wir verteilen es nach hier hinten. Könnten hier nochmal ein bisschen Licht verteilen. Da nochmal und hier bei der Pumpe. Na komm. Hier schmeißen wir nochmal eins hin und hier unten. Ja, und dann wollen wir eigentlich von da oben noch runterkommen. Dafür reicht aber das Landfill jetzt definitiv nicht mehr. Aber wir könnten mal hochrennen und anfangen, das nach unten zu ziehen. Wo wir uns hier unten treffen. Können auch eine komplett eigene dahin ziehen. Das kann dann natürlich auch kleiner sein. Schon wieder da unten. Ah, schon wieder da unten. Und schon wieder vorbei. Ja, so ein einfacher reicht eigentlich, ne? Wie sieht's jetzt mit dem Bahnhof aus? Hier zwischen? Das langt, oder? Ich kann es hier noch nach unten erweitern. Pollution. Ja, und damit ist die Folge auch schon wieder mal vorbei. Ich würde sagen, wir gucken mal kurz nochmal zum Plastik, zum Kunststoff, was jetzt diese ganze Aktion mit dem Ölaußenposten überhaupt gebracht hat. Kann man das überhaupt Außenposten sehen? Das ist auf der anderen Seite vom Pool. Na egal. Also hier sind auf jeden Fall fast alle in der Mache jetzt. Das ist natürlich cool. Vier scheinen immer schön fleißig zu laufen und hier kommt Kunststoff an. Ach, guckt euch das an. Ist das ein schöner Anblick. Ja, ihr solltet letztens mal zurückspulen, um zu gucken, ob sich das verändert hat. Hierbei braucht er nicht zurückspulen, das sehe ich so. Coole Sache. Wir haben es endlich hingekriegt, hier ein bisschen mehr Öl an Start zu kriegen. Früher oder später werden wir aber dennoch weiter anzapfen müssen, weil unser Eisen schmiert hier so langsam ab. Da mussten wir jetzt schon hier anzapfen, das gefällt mir aber nicht. Ich würde lieber mal irgendwas anderes anzapfen. Oh, was hier sieht doch schon mal verlockend aus. Hier scheint auch noch ein bisschen was an Gegnern auf uns zu warten. Also ich glaube, hier werden wir noch mal ein bisschen Spaß kriegen. Gerade weil sich jetzt hier die Pollution noch mal schön verteilt. Und ja, ich würde sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann beim nächsten Mal. Bis dahin, viel Spaß. Ciao, ciao.